Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele Überlebender. Ja, und ich spiele auf Zuschauerwunsch mit den Perks der Eifer der Menschen, Gelegenheit nutzen, eiserner Wille und kalter Rückenschauer. Genau, ich habe mir außerdem dazu ein gelbes Medic-Pack mit einem braunen Ladungs-Addon mitgenommen, also dass ich mehr Schaden halt habe. Ich weiß gerade nicht das deutsche Wort dazu. Oh! Mehr Einsatzmöglichkeiten halt einfach. Oh na! Jetzt hat er mich veräppelt. Gut gemacht. Ja, warum habe ich das mitgenommen? Damit ich mich zweimal heilen kann. Im braunen Medikit sind 16 Einheiten drin. Und im gelben Medikit sind 24 drin. Und das Addon fügt 18 zu. Entsprechend bin ich bei 32 und kann mich damit zweimal voll heilen, wenn alles gut geht. Warum habe ich das mitgenommen? Wegen der Eifer der Menschen. Das Perk macht halt am meisten Sinn, wenn man gesund ist und einen Schlag tankt. Und weil ich kein anderes Perk mit habe, mit dem ich geheilt werde, habe ich mich da einfach für das Medikit entschieden. Einfach damit ich mich zweimal heilen kann, damit ich im Zweifel zweimal einen Schlag tanken kann und das Perk vielleicht zum Einsatz bekommen könnte. Ob ich es hinbekomme, ist nicht sicher. Zu den anderen Perks, ne? Eiserner Wille ist ein gutes Perk, wenn ich verletzt bin. Und ja, Gelegenheit nutzen ist ein ziemlich gutes Aura-Perk, mit dem ich halt Paletten und Fenster in meiner Nähe sehe, was auch sehr nützlich ist. Gerade wenn man halt mit Randoms spielt und nicht weiß, welche Paletten noch stehen, hilft einem das Perk und sorgt dafür, dass man vielleicht nicht unbedingt klein geht. Und kalte Rückenschauer sorgt dafür, dass ich vielleicht nochmal eine Sekunde schneller über den Fenster springe, wenn der Killer mich anschaut. Also da bin ich, glaube ich, ich weiß nicht wie viel Prozent, aber ein bisschen schneller, wenn ich bei jeglichen Aktionen. So. Ich hau hier ab. Das einzige Problem ist natürlich beim Hinterwäldler, ob ich es schaffe, da einen Schlag zu tanken. Weil Hinterwäldler ist jetzt nicht unbedingt so der Charakter, gegen den man gut tanken kann. Oder gegen den man gut tanken sollte. Verdammt, geht er auf mich? Nee, der jagt den Jeff und der Jeff kommt zu mir. Ich hoffe, er sieht mich nicht. Ich hau hier weiter ab. So, die jagen sich dort hinten immer. Immer und wieder. Okay, ich sehe seine Aura. Das heißt, der Killer spielt mit Hass. Und weil ich die Besessenheit bin, bin ich am Hintern, wenn alle Generatoren gemacht sind. Mist. Weil er mich dann mit einem Schlag umhauen kann und Morin kann. Naja. Ärgerlich, aber nicht zu ändern. Killer schaut her. So, dort haben wir die gute Yui im Schrank. Und dort haben wir den Jeff. Irgendwie, der Jeff kam mir so vor, als hätte der uns gejagt, ne? So wie der hier rumgelaufen ist bei uns. Wo? Draußen, er wird reinkommen. Okay. Jetzt heißt es Glück des Dwight. Okay, das war frontal. Er würde jetzt vielleicht denken, okay, das war nur ein Überlebender hier drin und rausrennen. Das heißt, ich bleibe halt einfach im Schrank sitzen. Wehe. Hier war nur die Yui. Du hast keinen Grund, in Schränke zu schauen, Erdpop. Da war doch schon die Yui drin. Nein. Alter, halt doch die Klappe. Wieso bist du hier? Hau ab, Billy. Oh, der hat irgendwas mit einer krassen Kurvenlage. Das Problem ist, ich laufe gerade ins Nichts. Aber hier vorne ist noch eine Palette. Los, komm. Das war dumm. Die hätte ich. Das war eine Panikpalette. Ja, okay. Er sorgt einfach dafür, dass ich ins Leere laufe. Nächster Generator gemacht. Nein. Ich wollte jetzt nicht die Palette umwerfen, weil ich nicht wusste, ob er hinter mir ist. Ich hatte auch nicht die Zeit, mich nochmal umzudrehen. Naja. Hätte ja sein können, dass der Jeff sieht, oh Mist, Killer. Ich renne jetzt auch hinter dem Dwight hinterher und in die Palette rein. Und dann den Killer dann mit der Palette, deshalb habe ich jetzt nicht, ich hätte vielleicht umwerfen sollen, aber naja, das sind halt solche, manchmal solche Panikmomente. Klar,
Das kann man auch schlauer spielen, aber hätte, hätte, Fahrradkette. Das ist ja immerhin ein Horrorspiel. Das lebt ja davon, dass man Fehler macht, ne? Okay, die anderen heilen sich dort hinten und Bill wird hier oben gejagt. Ich habe leider bis jetzt noch gar nicht den Eifer der Menschen zum Einsatz bekommen. Und der Billy jagt dem Bill nach. Zumindest ein Stück weit. Oh Leute, nein, 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 ich will nicht sterben. Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Bitte lasst mich leben, ich hau hier ab. Ich glaube nicht, dass der Billy mich halt killen will. Okay, gut gemacht. Ich glaube nicht, dass er mich jetzt halt tunneln möchte. Weil ich ja sein Hass bin, seine Besessenheit und er mich dann am Ende töten kann. Dank dem eisernen Willen sind wir auch leise. Okay, ich bin jetzt in der Nähe geblieben. Oh, verdammt. Ich bin am Hintern. Okay, Bill ist auch am Hintern. Billy, nimm jetzt bitte den Bill mit, damit ich Jeff retten kann. So und sofort hin. Vielleicht hätte ich schon früher loslaufen sollen, aber ich wollte halt auch wirklich erst hinrennen, wenn er den Bill aufgehoben hatte. Boah, Leute, ich glaube nicht mal, dass es zum Ende kommt, ne? So wie es jetzt gerade aussieht. So, und heilen. Dank des Sunny-Kastens geht das ja zweimal. So, okay, perfekt. Dort hinten wird gerade, das hier gerade das reinste Massaker. Okay, und zack. Und er schaut wieder her. Ich würde jetzt gerne einen Generator finden, an dem ich sicher arbeiten kann. Ohne Gefahr zu laufen. Zu sterben. Er hat verblüffen. Auch wieder eine Panikpalette. Ich werde sterben. Das Problem ist halt, ich muss eine Palette dort umwerfen. Jetzt kriege ich den Hit. Danke. Ich muss halt die Palette dort umwerfen, ansonsten würde mir am Hintern kleben und weil er mit Verblüffen das Fenster zugemacht hat. Naja, das sind halt alles Entscheidungen, die gar nicht so einfach zu treffen sind, nicht wahr? Und drüber. So, rotes Licht hört auf. Er macht kurz kaputt. Ich bin tot, ne? Er wird hier durchsteigen mit Verblüffen. Hm, ja. Los, komm. Jetzt kommt er durch. So, und hätte ich jetzt eine Palette. Ich würde mich freuen. Aber nein, ich habe nur einen Verletzten. Oh, ich habe dort oben zwei andere Überlebende. Aber ich bin tot, wenn ich hänge. Und sie können jetzt nichts mehr für mich tun. Ich werde aber nicht durch Hass getötet. Ich bin aber mal gespannt, ob es die anderen irgendwie hier raus schaffen. So. Morimi Myers heißt sogar einer. Aber gut, war kein Myers in den Hinterwäldler, ne? Der Mori dich nicht, der tötet dich einfach im Haken. Verdammt. Der muss irgendwelche coolen... Also ich will jetzt nicht über krass sagen, weil... Der muss halt starke Addons haben, ne? Denke ich halt einfach. Starke Kettensägen Addons, mit denen er gut Kurve nehmen kann. Die haben hier beide die Falltür. Hat irgendjemand einen Schlüssel? Nein. Okay. Das heißt, sie sind so ein bisschen am Hintern. Bill hat ausgewogene Landung. Aber jetzt schafft es auch nicht mehr. Der Billy spielt halt auch gut. Der täuscht viel mit seinem roten Licht an. Wodurch man dann als Überlebender so ein bisschen in die Irre geführt wird. So, jetzt hängt Bill und die dort hinten laufen. Wahrscheinlich hat er auch Barbecue. Vor allem, er hat jetzt hier Widerstandsfähigkeit und kalte Rückenschauer mit. Mit den beiden Perks kann er halt super, oder was heißt super, aber das sind halt die beiden Perks, die dafür sorgen, dass er halt noch schneller über Paletten oder über Fenster springen kann. Billy ist beim Bill.
Und sieg jetzt davon. Und jagt die Yui. Okay. Die hat auch ausgewogene Landung, ne? Was zur Hölle war das? Okay. Das war... war wahrscheinlich einfach schlechter Ping. Also, unglaublich schlechter Ping. Zumindest kann ich es mir nicht anders erklären. Also, ein Hacker ist Quatsch. Weil das sieht, denke ich, anders aus. Es war wahrscheinlich einfach gerade, hat das Internet vielleicht beim Billy irgendwie ausgesetzt oder beim Server. Ich weiß es nicht. Bill hat noch einen Entscheidungsschlag, aber das wird schwierig. Oh, jetzt hat er verhauen. Was macht Jeff hier hinten? Das Problem ist, die Falltür ist natürlich auch hier. Das heißt, der Billy, naja, der wird hier jetzt nicht so einfach den Bill entkommen lassen. Und der Billy hatte, glaube ich, auch Pop, ja. Die Funken waren orange. So, naja. Der Billy hat halt einfach besser gespielt als wir als Team. Ist natürlich, wir können jetzt auch sagen, wir haben einfach schlecht gespielt. Aber wieso immer was Negatives sagen? Wieso können wir nicht einfach uns für den Billy freuen, dass er das hier so richtig gut gespielt hat? Er hat besser gespielt als 4 Überlebende. Kann man ja mal sagen, Respekt, Billy, ne? Wir haben jetzt nicht super schlecht gespielt, weil zu sagen, wir haben einfach schlecht gespielt, würde ja die Leistung des Billys herabschmälern. Nein, der Billy war halt einfach gut. Angetäuscht. Gut gemacht, Bill. So, ich schau mal ganz kurz, was der Jeff macht. Okay, der repariert irgendwo. Aber ich weiß nicht, ob der Bill hier noch, ja, die Sekunden rausholen kann. Der Billy, der täuscht halt immer mit seinem roten Licht an. Weshalb die Überlebenden da, ich glaube, mich hat er ja auch mal so ausgetrickst. Man kann es dann halt nicht immer so gut einschätzen. Das mache ich ja auch gerne, wenn ich Killer spiele, aber bei mir klappt das leider nicht so oft. So, okay, Bill hängt, ist glaube ich auch tot. Und Billy wird wahrscheinlich direkt zur Falltür gehen. Jeff hat hier den letzten Generator, aber kein Adrenalin. Bringt also nicht viel. So, okay. Jetzt können wir uns schön den Jeff-Hintern anschauen, aber ich weiß nicht, ob der Billy gnädig ist. Nee, da ist die Falltür, dort ist der Haken, da ist die Falltür. Aber gut, ich als Killer bin da auch eher weniger, also bin da auch nicht gnädig. Ich meine, der Billy hat ein gutes Spiel gehabt. Wieso soll er da nicht alle killen? So, wir schauen mal am Ende, was er für Addons hatte. Das würde mich halt einfach interessieren. Ich tippe halt auf irgendwas mit Kurvenlager. Und wahrscheinlich auch schnelleres Aufladen der Kettensäge. Ich habe halt auch, das ist mir aufgefallen, ich habe halt auch manchmal halt die Paletten einfach zu früh umgeworfen. Da hätte ich vielleicht versuchen können, den Killer zu stunnen oder so. Er hatte erhöht moderat die Bewegungsgeschwindigkeit und gar nichts mit Kurvenlage, sondern verringert deutlich die Abklingzeit der Kettensäge und verringert leicht die Aufladzeit der Kettensäge. Okay, also er kann schneller wiedersägen nach einem Sprint und er ist halt einfach super schnell. Es ist halt die Geschwindigkeit gewesen, ne? Was mir aufgefallen ist, will ich damit sagen. Ansonsten Uneinigkeit, okay, damit wusste er ständig, wo zwei Leute sind. Ansonsten Pop wussten wir, Verblüffen wussten wir, gute Tasse wussten wir auch. Na gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!